B1.6. Begründen Sie rechnerisch, dass für das Maß der Winkel ANDNMN gilt, ANDNMN ist kleiner als 65 Grad. So, wir schauen uns erstmal wieder eine Zeichnung an, wo dieser Winkel überhaupt liegt. Also eine Aussage über diesen Winkel hier ist gesucht. Dieser Winkel soll hier laut Aussage immer kleiner als 65 Grad sein. So, wie können wir das jetzt überprüfen? Da gibt es jetzt mehrere Lösungswege. Ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Das heißt nicht, dass die anderen Lösungswege falsch sind. Also, ich gehe jetzt erstmal her und überlege mir, wie verhält sich dieser Winkel, wenn sich diese Raute hier in x-Richtung bewegt. Also wir sehen hier eine Raute A1, B1, D1 und hier die A2, B2, D2 und C2, D2. Was vielleicht auffällt, je kürzer hier diese Diagonale A2, C2 wird, desto kleiner wird auch hier dieser Winkel drin. Also der Winkel ist deutlich kleiner als der da. Und dann kann man sich vielleicht überlegen, wann wird dieser Winkel hier maximal groß? Ja, wenn diese Diagonale maximal wird. Jetzt haben wir in der vorherigen Aufgabe gerade ausgerechnet, die maximale Diagonalenlänge ist, machen wir es stehen, 9,17. Also kann ich sagen, wenn diese Diagonale ANCN maximal ist, dann wird auch dieser Winkel hier maximal. Wenn dies hier maximal ist, dann ist diese Strecke hier 9,17 Längeneinheiten lang. Und dann ist demnach die Strecke von A zu M genau halb so lang. So, was bringt uns das jetzt? Natürlich eine ganze Menge, weil wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Also können wir natürlich auch mit dem Sinus, Cosinus und Tangens rechnen. Ich kenne die Länge dieser Strecke, die ist 1/2 mal 9,17. Ich schreibe jetzt mal so auf. Und ich kenne die Länge dieser Strecke hier, die ist 2,5, ja, die Länge der Strecke BD. Und dieser Winkel ist gesucht. Wenn man jetzt hier schon das Dreieck wieder anschaut, ein rechtwinkliges Dreieck, hier ist mein Winkel, Ankathete, Gegenkathete, dann können wir mit Hilfe vom Tangens weiterrechnen. Also, was man aufschreiben muss, ist Winkel, ich schreibe das jetzt verkürzt auf, maximal, wenn ANCN maximal. Also hier einfach die Eigenschaft, wenn ANCN so groß wie möglich ist, dann ist auch der Winkel so groß wie möglich. So, setzen wir an. Wir brauchen erstmal die Strecke A0, M0, ja, also das, was ich hier immer mit 9,17 geteilt durch 2 angedeutet habe. Also ist die Hälfte der Gesamtlänge. Und das sind die 4,59 Längeneinheiten. So, dann setzen wir den Tangens an. Tangens des gesuchten Winkels ADM ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist die, in dem Fall die A0, M0. Und die Ankathete ist die, ja, nenne ich es jetzt D0, M0. Weil die ist ja immer gleich groß, egal für welche Raute. Setzen wir die bekannten Größen ein. Den Winkel kennen wir noch nicht. Aber die beiden anderen, die habe ich ja gerade ausgerechnet mit 4,59. Und die untere ist ebenfalls bekannt mit 2,5. So, lösen wir einen Winkel auf. Dann brauchen wir die Umkehrfunktion des Tangens. Ja, fahre ich mal ein bisschen hoch. Also Tangens hoch minus 1 von 4,59 geteilt durch 2,5. Und das gibt dann einen Wert von 61,42 Grad. Und dann sieht man schon, dieser Wert ist kleiner als 65 Grad. Und damit hat man bewiesen, dass dieser Winkel ANDNMN immer kleiner ist als 65 Grad.
Ja, also an seiner größten Stelle erreicht er 61,42 Grad, also kann er nicht mehr größer werden. Und ja, in dem Fall sind wir fertig.